Nach 153 Kilometern. Ich bin ein bisschen stolz auf mich, weil Autobahn fahren ja jeder kann. Naja, ist mir nicht ganz gelungen. Also, was ist Ziel und Sinn dieser Videos? Nachdem ich bereits eine Serie als Laternenparker ohne eigene Lademöglichkeit mit meinem Hyundai Ioniq gemacht habe, tausche ich diese Woche mein Fahrzeug gegen den MG ZS EV, einem Elektro-SUV mit 41 Kilowattstunden nutzbarer Batterie. Und ihr begleitet mich und schaut mal, wie gut ich damit klarkomme und ob das funktioniert. Viel Spaß! Ja, wunderschönen guten Morgen. Der nächste Tag mit unserem elektrischen China-Kracher. Ich habe das Kind weggebracht und jetzt wird es interessant, denn wir haben jetzt noch 64 Kilometer Rest und wir erinnern uns, so, warum auch immer, aber bei 86% hat er aufgehört zu laden. Der wollte ja gestern nicht mehr laden, warum auch immer. Gut, dann würde ich sagen, dann fahren wir mal. Einfach zum nächsten. Zum nächsten Lidl. Wir sind hier in der glücklichen Lage, dass ein Lidl hier hinten ist, einer der ersten zwei, die schon einen HPC-Charger haben. Und dann wollen wir mal gucken, ob der gute Kumpel dann da laden möchte, weil wenn er dort lädt, dann würde sich das ja quasi anbieten. Dass es auch gleich nicht so lange dauert. Also, ob er lädt oder nicht, möchte ich jetzt nicht mit AC ausprobieren. Also, wir haben jetzt den Chuco ausprobiert, aber connected. Mit dem Original-Ladegerät. Mit dem Original-Ladegerät, aber auch connected, but not charging, aber alle. So, dann wollen wir doch mal sehen, ob er jetzt funktioniert. Also die Spannung steigt noch, macht da nichts. Zeigt an 390 Volt, 19, 26, 33, 41, 45. Doch, er lädt. Auch ein bisschen erleichtert jetzt, dass er lädt. Aber toll, er braucht nur 2 Minuten bis 100%. Warum steht hier, er braucht nur 2 Minuten bis 100%? Steht bei 26%, gerade eben stand er noch bei 10%, hat er uns gesagt. 45 kW. Verstehe die Anzeige nicht so ganz. Und nein, es ist nicht der Outlander, der da steht, weil das ist hier. Ne? Der hat 72%, wir sind bei 26%. 44 kW, gut, es könnte jetzt sein, dass er ein bisschen weniger bringt, weil der noch mit dran hängt. Und normalerweise, also mein Ioniq bringt hier dran locker so um die 60, 65 kW. Ja, zumindest läuft's. Dann werde ich mal der Fairness halber auch einkaufen gehen. Wo eh noch Getränke und dann schauen wir mal weiter, wenn ich wieder rauskomme, wie viel er dann hat. So, anscheinend hat er bei 95% aufgehört, aber wahrscheinlich eher, weil die Ladesäule nach einer Stunde abschaltet. Hat mir heute ein bisschen Zeit gelassen beim Einkaufen. Und weil, nachdem er jetzt geladen hat, wollte ich ja wissen, ob er denn auch mehr als 86% lädt. Und offensichtlich hat es geklappt.
habe mir ein bisschen mehr Zeit gelassen beim Einkaufen, bewusst, weil ich mir dachte, okay, nachdem er gestern ja plötzlich nicht mehr laden wollte und dann heute geladen hat, schaue ich mal, ob er denn mehr als 86% lädt. Bis 95% hat er jetzt eine durchschnittliche Ladeleistung von 30 kW. Aber gut, ist nicht aussagekräftig, weil ich habe, wie gesagt, bis 95% geladen. Und dann gucken wir doch mal, was er mir sagt. Er sagt mir jetzt 249 Kilometer Reichweite. Das ist doch ganz, ganz beachtlich. Und weil Autobahnfahren ja jeder kann, habe ich mir gedacht, mache ich heute mal eine Fahrt einfach mal so durch den urbanen Raum. Das heißt also Stadt- und Landstraße. Über die Dörfer. Ganz normal. Nicht ökologisieren, aber auch nicht, wie soll ich sagen, heizen. Und dann schauen wir doch mal, wie viel er jetzt effektiv schafft. So. Current Journey ist genullt. Würde ich sagen, geht's los. Also ich werde jetzt nicht krauchen oder so, sondern ich werde halt immer so fahren, wie es halt erlaubt ist. Ne? Wenn jetzt 30 erlaubt ist, klar, fahre ich 30. Wenn 50 erlaubt ist, fahre ich 50. Wenn 70 oder 100 erlaubt sind, dann fahre ich 70 oder 100. Also wirklich real. Und dann werden wir doch mal schauen, wie viel wir mit dem guten Kumpel hier schaffen. Man muss der Fairness halber sagen, wir haben jetzt 18, wir haben es jetzt 8:45. Für die, die mich kennen, 8:45 und 18 Grad. Heute sollen es 27 Grad werden. Das heißt, es ist dann schon recht warm. Und wahrscheinlich nicht aussagekräftig für den Winter oder so. Aber mal gucken, was wir so schaffen mit dem. Nehmen wir den Eco-Modus oder? Im Eco-Modus sagt er mir 273 Kilometer. Oder nehmen wir den Normalmodus? Ne, wir nehmen den Normalmodus. Weil, haben wir ja gesagt, wir wollen nicht ökologisieren, sondern wir wollen gerne einen realen Verbrauch. Reichweitentest ist immer schön und gut, wenn man das auf der Autobahn macht. Der eine macht es bei 130, der andere macht es bei 90. Aber ich denke mir, so im Alltag werden sich die meisten im urbanen Raum fortbewegen oder auf Landstraßen. Sicherlich wird auch mal Autobahn dabei sein. Aber ich will einfach mal so einen kleinen Eindruck geben, was kann man denn so erreichen mit so einem Fahrzeug. So, dann fahren wir jetzt mal eine Straße, die ich früher immer zur Arbeit gefahren bin, mit meinem tiefer gelegten Opel. Mal gucken, ob die immer noch genauso geil ist. Weil da kann der SUV mal zeigen, was er auf Kiste hat. Ja, also mit so einem SUV kann man die schon deutlich angenehmer fahren als mit dem tiefer gelegten Opel, ne? Muss man das einfach mal so sagen. Wow, ho, ho, ho. Der ist so weich abgestimmt, völlig unspektakulär. Mit dem Opel bin ich da mal zickzack gefahren zwischen den Schlaglöchern. Ja, und dann will ich mal zeigen, so jetzt sind wir schon 75 Kilometer unterwegs. Zur Erinnerung, hat vorhin 242 Kilometer angezeigt. Fairness halber, ja klar, ich habe Schiebedach offen, ich habe Fenster unten. Wir haben es inzwischen 24 Grad. Himmlisches Wetter. Da brauche ich natürlich keine Klimaanlage. Ne? Der Fairness halber sollte man das erwähnen. Aber wir haben noch immer 185 Kilometer Reichweite drin. Ja, und so zuckeln wir jetzt hier über die Dörfer. Und was bleibt am Ende? Ich bin jetzt, ich sage es euch gleich ganz genau, ich habe es mir nämlich aufgeschrieben. Ich bin jetzt 153 Kilometer heute gefahren, Durchschnittsgeschwindigkeit 32 Kilometer pro Stunde und ich habe diesen SUV, weil ja auch immer alle über SUV schimpfen, diesen SUV tatsächlich, ja, wir haben jetzt 25 Grad heute, auf
12,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer runterbekommen. Ich bin ein bisschen stolz auf mich, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ja, ja, doch. Aber wie gesagt, da war jetzt keine Autobahn dabei, das waren Landstraßen, 70, 80, 100, ne? Und ich bin maximal laut Tacho 5 km/h mehr gefahren und wir hatten halt sehr viel Stadt dabei, 50, 30. Ich wollte mal so den urbanen Raum austesten, also quasi das, was so der alltägliche Use Case ist, wenn du jetzt nicht jemand bist, der vielleicht unbedingt 30, 40 Kilometer über die Autobahn zur Arbeit ballern muss, sondern sich so, ich sag mal so, in der Ortschaft, in der Gemeinde vorwärts bewegt, über die Dörfer. Und da ist das Fahrzeug, und das ist es nämlich jetzt, was ich nur sagen möchte, nach 153 Kilometern habe ich noch eine Restanzeige von 124 Kilometern. Ich bin immer im Normalmodus gefahren. Ich habe am Anfang gesagt, Ampelsprints klemme ich mir. Naja, ist mir nicht ganz gelungen. Also ich habe mich dann doch relativ häufig verleiten lassen. Er zeigt mir jetzt von den Balken her, er zeigt ja keine Prozentanzeige an, sondern er hat ja nur Balken, er hat 8 Balken und davon zeigt er mir noch 4 Balken an. Das kommt doch ungefähr hin, ne? 153 Kilometer gefahren, 124 Kilometer noch drin, ist wahrscheinlich den Ampelsprints geschuldet, also ich habe am Anfang was gesagt, so von 330 müssten möglich sein, aber so im Groben und Ganzen muss ich sagen, also 300 Kilometer sind garantiert drin, also auch die 124, ich denke mal diese Restreichweitenanzeige, die ist immer noch, man darf nicht vergessen, ich bin den Wagen jetzt erst 414 Kilometer in Summe gefahren. Auf diesen 414 Kilometern habe ich einen Verbrauch von 14,8. Und da habe ich ihn übernommen von Stefan, der direkt aus Bremen von der Autobahn kam. Und der 2 Tage zuvor von Berlin nach Bremen über die Autobahn gebrettert ist. Das heißt also, wenn wir jetzt gucken, dann sagen wir 414 Kilometer, dann hat er ungefähr 350 Kilometer zweimal drinnen mit Autobahngeschwindigkeit. Und hat jetzt nur einmal 414 Kilometer. Das heißt, meine Fahrweise jetzt innerstädtisch und so über die Dörfer macht erst ein Drittel aus an der Berechnung, würde ich jetzt mal so grob sagen. Und deshalb lasse ich mich zu dieser Annahme hinleiten, dass ich sage, 300 Kilometer sollten im Sommer drin sein, im Winter wahrscheinlich 220, 250, tippe ich einfach mal so. Er zischt und macht immer ganz viel, das kenne ich nur vom Vito. Er macht auch immer so komische Geräusche. Vielleicht schaffe ich es noch, das mal aufzunehmen. Vielleicht mal morgen, wenn Julian sich mal hier ans Steuer setzt. Weil morgen fahre ich zu Julian und dann vergleichen wir mal seinen Holzklasse ID3, der nochmal gut 10 Scheine mehr gekostet hat, mit dem hier. Ausstattungstechnisch, was bietet da? Und gucken wir mal so, welche Reichweiten hat er, so welchen Verbrauch hat er. Das wird euch noch überraschen, was er da so zu bieten hat. Und dann gucken wir mal so, was man so an E-Auto kriegt für den Preis. Ja, wie gesagt, das hier, 23.000 Euro, es soll ja keine Verkaufsveranstaltung sein oder sowas. Aber ich sag mal, was ich damit eigentlich bezwecken möchte, ist zu zeigen, dass es auch schon E-Autos gibt, die in einem deutlich erschwinglichen Rahmen sind. Natürlich gibt's da draußen Verbrenner, die neu, ich gucke da gerade auf so einen Ford Fiesta, wahrscheinlich, keine Ahnung, 12.000 oder 15.000 Euro kosten. Der ist aber nochmal ein bisschen kleiner als der hier. Und ja, der ist, wie gesagt, von der Abmaße her eher so ähnlich von der Größe her wie der Ioniq, ne? Und da darf man eben nicht vergessen, der Ioniq hat Liste 38, nach Förderung waren es noch 34 damals gekostet. Damals gab es nur 4.000 Euro Förderung. Selbst mit den 9.000 Förderungen wären es noch 29, wenn man jetzt mal so rumrechnet, ne? Dann wären es noch 29, da ist der bei 23. Also da kommt schon einiges, da ist schon echt Gutes zu haben. Und ich finde 23.000 Euro für ein neues Auto mit 41 Kilowattstunden Batterie, mit sicher 250 Kilometer Reichweite, von der Schnellladetechnik, ja, AC einphasig, Schnellladetechnik ungefähr so wie der Ioniq,
Wobei er diese Ladeleistungen, da ist er nicht ganz so genügsam wie der Ioniq, die erreicht er nur, wenn er offensichtlich wirklich warm ist. Und ja, muss man aber halt eben neidlos anerkennen oder muss man halt eben sagen, ich finde das jetzt nicht übertrieben teuer. Und darum soll es ja gehen, zu zeigen, dass es alltagstaugliche Fahrzeuge gibt. So, warum mache ich jetzt eigentlich Schluss, wenn ich doch gesagt habe, dass ich ja heute mal gucken wollte, wie weit er kommt? Ich habe einfach keine Zeit mehr. Ich muss mich jetzt um meine Tochter kümmern. Und ja, es war doch ein bisschen mehr Verkehr und es waren ein paar mehr Strecken dabei, die ein bisschen voller waren. Und von daher habe ich es einfach nicht weiter geschafft. Wir haben es jetzt knapp 16 Uhr. Und ja, wie das halt so ist, ne? Ich fahre gerne morgen nochmal Strecke oder ich fahre heute Abend vielleicht nochmal. Vielleicht besuche ich nochmal Basti. Der wollte sich den Wagen auch angucken. Dann könnten wir nochmal Strecke machen und dann können wir heute Abend vielleicht nochmal nachladen. Also dann geht das Video hier weiter. Ansonsten sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, Abo dalassen, denn demnächst habe ich noch vor, noch ganz andere Elektrofahrzeuge in meinem Alltag zu testen. Ich muss viel mehr daran arbeiten, dass mein Alltag ein bisschen mehr Aktionen hat, dass er nicht so langweilig ist in den Videos, als dass ich daran arbeiten müsste, irgendwie ein E-Auto zu finden, was das schafft. Also, ne, es ist eigentlich so, dass ich glaube, wie die meisten da draußen viel zu wenig Kilometer habe, als dass ich das Auto wirklich am Tag voll beanspruche. Gut. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Dann schreibt es aber auch in die Kommentare. Und dann könnt ihr euch auf morgen freuen, wenn wir den mit dem ID.3 vergleichen. Und Samstag habe ich ja auch noch eine besondere Überraschung. Das wird ein Spaß. Gut, macht's gut, macht's schön. Bis dann.